Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und heute, ja, ihr habt es ja schon sehr, sehr lange erwartet und mich immer und immer wieder genervt, gibt es mal wieder ein Ameisenvideo, beziehungsweise generell mal ein Video. Ne, es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die fragen, ja, was habe ich denn mittlerweile eigentlich alles, denn ich habe mir ja immer und immer mehr dazu gekauft und heute werde ich euch einfach mal alle meine Tiere, die ich mittlerweile besitze, vorstellen. Und ich kann wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Stückzahl nehmen, sagen, dass es wahrscheinlich über 1000 Stück oder so sind. Aber fangen wir einfach mal ganz vorne an. Und wenn ich von ganz vorne rede, dann rede ich erstmal grundsätzlich über das Wichtigste bei mir, und zwar den Ameisen. Ja, die sind mir schon sehr, sehr ans Herz gewachsen, sind wie meine kleinen Babys. Das hört man vielleicht auch aus meiner Stimme heraus. Ich freue mich sehr, dass die sich alle wirklich mehr oder weniger gut entwickeln. Bevor wir allerdings anfangen, muss ich noch zwei Punkte sagen, die doch relativ wichtig sind. Das erste ist, ja, ich habe natürlich Videos von meinen Terrarien gemacht und damit ihr diese auch mal sehen könnt, wurde ja öfters angefragt. Allerdings werden diese in einem weirden Format sein, denn es ist mit meinem Handy gefilmt worden. Ja, Qualität ist okay, ist auf jeden Fall besser, als hätte ich es mit meiner Logitech gemacht. Und mit meiner Main-Kamera ist das ein bisschen schwierig, weil die da immer auf dem Stativ fest ist und ein bisschen Wackelkontakt, dies, das. Deswegen, ja, Qualität ist ein bisschen komisch, aber ich denke, es ist besser, als wenn ihr gar keine Videos davon hättet. Außerdem muss man dazu sagen, ja, wie richte ich meine Terrarien ein? Im Prinzip aktuell sehr zweckmäßig. Ja, das heißt, wer meine Planet Coaster Let's Plays gesehen hat, da ging es nicht darum, einen schönen Park zu bauen, sondern einen Park, der gute Stats hatte quasi, ja. Da wurde dann einfach mal der ganze Park vollgepflastert mit Pflanzen etc. Das bedeutet, meine Terrarien sind zweckmäßig ausgelegt. Sie sind jetzt noch nicht ultra schön, sondern eher in dem Sinne, ja, erstmal gucken, wie die Ameisen sich entwickeln, weil es kann ja auch sein, dass es gar nicht klappt und dann baust du so ein richtig geiles Terrarium und dann ist ja Ende im Gelände. Deswegen lasse ich die Kolonien erstmal in diesen Terrarien entwickeln, die größenmäßig absolut ausreichend sind, muss man dazu sagen. Und wenn die sich besser entwickeln, dann kriegen die ein richtig schönes, geiles Terrarium von mir. Anfangen werden wir mit meiner Phaidole CF Jensis Kolonie. Das ist eine Ameisenart, die kommt aus Südchina, Vietnam, also asiatischer Herkunft. Diese Ameise hält keinen Winterschlaf, das heißt, sie wird den ganzen Winter durcharbeiten und ist von der Stückzahl her die größte meiner Kolonien. Das heißt, ich habe sie nicht gezählt, aber ich denke mal, es sind mittlerweile wirklich 120, 40, 50 Ameisen. Ich habe sie damals bekommen, wo sie, da waren es 30 Ameisen. Das heißt, sie legt sehr, 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 sehr viel Brut. Das ist auch meine einzige Ameise, die tatsächlich Soldaten hat. Das heißt, jede einzelne Ameise ist sehr klein, aber zwischendurch sind da auch immer, ja, Ameisen mit einem sehr großen Kopf, die Soldaten, die zum Erlegen der Beute da sind. Diese Ameise ist außerdem sehr, sehr ausbruchsfreudig, muss man sagen. Das heißt, die haben sich tatsächlich schon durch ein Stahlgitter bei mir durchgefressen. Außerdem sind die sehr, sehr aggressiv und sehr, sehr aktiv. Das heißt, sie sind wirklich viel unterwegs, geben richtig viel Gas, jagen viel Beute, laufen auch durch mein Zimmer die ganze Zeit, weil die immer wieder einen Weg nach draußen finden. Eine wunderschöne Kolonie, also kann ich absolut nur empfehlen. Phaidole ist super schön. Mit dem Hintergedanken, dass ihr wirklich aufpassen müsst, dass die Ameisen nicht ständig irgendwo ausbrechen. Das können die nämlich wirklich sehr, sehr gut. Man kann hier hinten auch so ein bisschen in den Ecken sehen, dass sie da so kleine Müllhalden in ihrem Nest reingemacht haben. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber ich denke, spätestens wenn die Ameisenkolonie ein bisschen größer wird und mehr vom Nest an Platz braucht, werden sie den Müll auch woanders hinschleppen. Das ist immer das Problem, wenn das Nest ein bisschen zu groß ist, dann werden die guten Damen ein bisschen faul. Weiter geht es mit meiner ersten Ameisenkolonie, die ich mir gekauft habe, und zwar war das eine Camponotus barbaricus. Vermutlich die größte Ameise in Deutschland oder sogar Europa, denn ein einziges Individuum, also diesen Polymorph, können bis zu 18, 19 mm groß werden, also sehr, sehr riesig. Die Art, die ihr gerade gesehen habt, da wird ein Soldat so 6 bis 7 mm maximal, also ist schon ein ordentlicher Unterschied. Allerdings, ja, muss man einfach sagen, hat das seinen Nachteil. Dadurch, dass diese Ameisen grundsätzlich so groß sind, brauchen die extrem lange, um sich zu entwickeln. Das heißt, ich habe sie damals bekommen als eine Königin und es waren, ich glaube, 4, 5 Arbeiterinnen. Und es ist ultra wenig passiert, es hat ultra lange gedauert. Die haben die ganze Zeit nur auf der Stelle rumgehockt. Also würde ich niemandem empfehlen, diese Ameise quasi als Anfänger zu gönnen. Es ist bestimmt eine sehr, sehr schöne Art, wenn sie sich noch weiterentwickelt, aber man braucht da unendlich viel Geduld. Mittlerweile sind es, ich habe es gar nicht so richtig im Blick, aber ich glaube, es sind so, ja, 20 Stück circa. Man sieht es unglaublich schlecht, weil die alle auf einem Haufen in der hinteren Ecke hocken. Aber es ist auf jeden Fall vorangegangen, Brut ist auch da. Wobei diese Art, ja, es ist ja wie gesagt eine einheimische Art, das heißt, die werden jetzt bald in die Winterruhe gehen. Da wird dann also nicht mehr ganz so viel jetzt die nächste Zeit passieren. Die nächste Kolonie, die ich mir danach gekauft habe, war
eine Messer-Barbarus-Kolonie. Und hier habe ich mir direkt zwei Königin bestellt, denn es war nur die Königin. Ja, das heißt, wenn man sich eine Königin kauft, ist ja die Fehlschlagrate relativ hoch, denn nicht aus jeder Königin wird eine erfolgreiche Kolonie. Und hier kann man das sehr, sehr gut sehen, denn ja, diese eine Königin hat es leider nicht geschafft. Das heißt, sie lebt noch, aber man kann sehr, sehr gut sagen, dass da nichts mehr kommen wird, denn sie ist jetzt schon ein Jahr da drin und das hat ja einfach nicht sein wollen. Während, ich sag einfach mal, ihre Schwester, die andere Kolonie, richtig am Boomen war. Das heißt, ihr könnt hier schon sehen, das sind locker auch, keine Ahnung, 30, 40, vielleicht sogar mittlerweile 50 Ameisen. Auch diese Art ist polymorph, das heißt, man kann hier auch sehr, sehr gut den Größenunterschied schon von einigen Ameisen sehen. Es gibt sehr, sehr kleine Arbeiterinnen, es gibt schon mittlere und auch etwas größere. Ich glaube, noch richtig große gibt es noch nicht. Diese Ameisenart übrigens ist ein, ja, es ist kein kompletter Veganer, aber sie ernähren sich hauptsächlich von Körnern und könnten auch 100% von Körnern leben. Aber so ab und zu ein bisschen Proteine ist definitiv auch nicht verkehrt. Das heißt, das ein oder andere Insekt kriegen sie auch. Diese Kolonie lebt aktuell wirklich nur in diesem kleinen Nest plus Terrarium obendrauf. Also wenn man das wirklich ein Terrarium nennen kann. Und da kann man einfach sehen, dass Ameisen wirklich gerade am Anfang sehr, sehr geringe Ansprüche haben. Das heißt, es ist keineswegs zu wenig. Ich meine, bald werde ich das ausbauen und muss da ein bisschen mehr Platz dran schaffen. Aber bis dato war das absolut immer ausreichend und die brauchen keine riesigen Terrarien. Bevor wir zu meinen absoluten Lieblingen kommen, noch eine andere Kolonie. Und zwar das Nest, was ihr gerade gesehen habt. Das habe ich mir bestellt im Internet. Und ja, da hat man quasi umsonst kostenlos eine Kolonie dazu bekommen, beziehungsweise eine Königin. Das war in diesem Fall auch wieder nur eine Königin. Und das war eine Phaidole Pallidula. Ja, wir hatten gerade schon eine Phaidole-Art, die ist etwas größer gewesen. Die Phaidole Pallidula ist etwas kleiner, die kommt aus Spanien. War nur die Königin, mittlerweile sind es so, ja, Königin plus 10, 11 Arbeiterinnen, das ist ganz okay. Das heißt, die geben jetzt, hat sehr, sehr lange gedauert, aber jetzt geben sie so ein bisschen Gas, muss man sagen. Das heißt, es entwickelt sich sehr, sehr gut. Auch hier sehr spartanisch eingerichtet. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit denen machen will, weil eigentlich reicht mir eine Phaidole-Kolonie, aber wir warten mal ab und schauen, wie sie sich entwickeln. Ich kann euch ja gerne auf den Laufenden halten, wenn ihr da Lust drauf habt. Da diese Art aus Spanien kommt und in Spanien ja es länger warm ist als in Deutschland, hält diese Art eine deutlich kürzere Winterruhe als zum Beispiel die einheimischen deutschen Arten. Das heißt, die gehen später in die Winterruhe und gehen auch früher wieder raus. Und damit kommen wir zu meiner letzten Ameisenkolonie und zwar auch zu meiner Lieblingsameisenkolonie, den Neoponera apicalis. Das ist eine exotische Ameise, die kommt aus Südamerika, aus dem Tropenwald. Die ist sehr, 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 sehr riesig und kann ebenfalls stechen. Das heißt, sie ist giftig, ja, sie hat hinten wie so eine Wespe einen Stachel mit drin. Die ist auch relativ aggressiv, die können sehr, sehr gut jagen. Das sind, ja, im Gegensatz zu den Veganern, die wir hier vorhin hatten, sehr, sehr, ja, fleischproteinlastige Ameisen. Die essen also fast nichts anderes, außer wirklich Insekten. Und diese Ameise ist sehr aktiv, die braucht auch extrem lange, sich zu entwickeln, weil eine Ameise hier wirklich 21 bis 23 mm groß, also wirklich gewaltig. Damit ihr den Unterschied einfach mal sehen könnt, habe ich hier genau das andere Nest mit den Ameisen, die ihr als erstes gesehen habt, mit den kleinen Soldaten nebenan. Das heißt, ihr seht, ein so eine Ameise ist wirklich ein riesiger Gigant, wenn man das mal vergleichen möchte mit diesen kleinen Mini-Ameisen. Diese Art ist auch eine Art, die jagt komplett alleine. Das heißt, eine Ameise geht raus und holt sich ein Insekt ran. Ganz, ganz selten werden mal zwei oder drei Ameisen daran gebracht. Während bei der anderen Kolonie, die hier wirklich nebenan ist, einfach 20, 30, 40, 50 Ameisen sich auf ein Insekt stürzen und da komplett das ganze Insekt auseinandernehmen quasi. Mein großer Traum, das klingt jetzt zwar ein bisschen verdummt, aber wäre es wirklich für diese Ameisenart ein richtig großes, geiles, schönes Tropenterrarium herzurichten. Mit Benebelungsanlage, vielleicht so einem kleinen Wasserfall oder irgendwie so ein Wassertümpel mit drin. Vielleicht im äußersten Fall auch Fische, ich weiß es nicht genau, wird natürlich teuer, aber da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Das wäre jetzt allerdings noch zu früh, denn diese Ameisenart, ja, ich habe sie am Anfang mit drei Ameisen bekommen. Es sind mittlerweile so 10, 11, 12 Stück, die kann man noch ganz gut zählen. Aber die brauchen natürlich, wie gesagt, noch ein bisschen länger. Das Terrarium, was die aktuell haben, reicht absolut komplett aus. Und man kann hier aber trotzdem sehen, sie haben einiges am Brut. Man kann in dieser Kammer so ein bisschen diese braunen Kokons sehen. Das sind wirklich alles angehende Ameisen. Also wirklich so ein, ja, wie so ein Kokuna, so ein Safkon. Da kommen dann die Ameisen bald raus. Und das ist schon, ja, gerade aktuell ziemlich viel. Das waren am Anfang immer so 2, 3 Kokons. Jetzt sind es mittlerweile wirklich so 8, 9. Es geht also voran. Das war es soweit mit den Ameisenkolonien, aber ich habe noch einen kleinen meinen Schatz, den ich euch gerne zum Ende hin zeigen möchte. Bevor wir dahin allerdings gehen, gibt es natürlich noch die Frage, womit fütter ich denn das Ganze? Denn alle Tiere, die ich verfütter, züchte ich selber. Ja, und hier fangen wir zunächst an mit dieser kleinen Dose und hier sind nämlich Fliegen drin.
Ja, das heißt, es sind flugunfähige Fliegen, es sind so kleine Frucht-Obstfliegen. Die vermehren sich super, super schnell. Das heißt, ihr könnt hier sehen, das sind diese braunen Dinger, sind Kokons, die weißen, ja, es sind Larven und die, ja, die kann man ganz einfach ins Terrarium reinmachen, die können nicht wegfliegen und die können dann sehr, sehr einfach von den Ameisen eingesammelt werden. Dann sind die Ameisen auch so ein bisschen aktiv, können ein bisschen jagen, weil die natürlich auch ein bisschen davonrennen. Ist eine super kostengünstige Geschichte, ist kein Aufwand, kein Platz, alles easy. Ich selbst ernähre mich ja sehr, sehr ausgeglichen und genau das wollte ich auch meinen Ameisen bieten. Das heißt, ich habe mir irgendwann dann mal zusammen mit der Lieferung aus Spanien Mehlwürmer bestellt. Und ja, die haben ganz gut ordentlich gefressen, habe ich aber leider nicht so richtig verfüttern können, weil auf Mehlwurm hatten sie nicht so richtig Bock, muss man einfach sagen. Mittlerweile haben die sich alle verpuppt und sind zu Mehlkäfern geworden und vermehren sich wieder und es gibt wieder weitere Mehlwürmer und ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt mit dem machen soll. Also sie vermehren sich wie, ja, wie die Käfer, sage ich einfach mal. Die sind übrigens gar nicht so schlimm, wie man denken möchte. Es sind nämlich keine direkten Würmer, sondern die haben tatsächlich Beine. Und ich finde, dann ist das gar nicht so wild. Dann ist das jetzt nicht so ein Madending, sondern eher so ein Krabbelwurm. Finde ich aktuell gar nicht so eklig oder so, aber ist natürlich Geschmackssache. Für die Leute von euch, die gerade schon richtig Gänsehaut bei dem Gekrabbel bekommen haben, würde ich absolut empfehlen, die nächsten 30 Sekunden bis eine Minute zu skippen. Denn wir kommen jetzt zu dieser schönen Box und hier sind Schaben drin. Es sind sogar sehr, sehr viele Schaben tatsächlich. Ja, Schaben grundsätzlich, diese heißen Schokoschaben, also wahrscheinlich ist das nicht die professionelle Bezeichnung von denen, aber die sind absolut insane. Alle meine Ameisenarten und Insekten feiern komplett diese Schaben. Das heißt, erstmal vermehren die sich sehr, sehr schnell, ist super kostengünstig, die essen immer meine Reste von meinen Salaten. Die sind, ja, sehr einfach zu halten, weil die können nicht diese Wände hochklettern, das heißt, die brechen hier nicht aus. Die kriegen halt immer ihr gleiches Essen, also, ne, ich ernähre die relativ gesund, das heißt, viel Gemüse, Katzenfutter mögen die auch sehr gerne, Haferflocken. Und ja, die sind sehr fettarm, sehr proteinreich. Die können gut verarbeitet werden von meinen Ameisen. Tipptopp, alles dabei. Für die Leute, die von euch jetzt sagen, Schaben voll unrein und Schädlinge und so weiter. Es gibt insgesamt über 5000 Schabenarten. Und ich glaube, nur maximal 5 oder 6 davon sind wirklich Schädlinge. Das heißt, diese Schaben, die ihr seht, sind eigentlich keine wirklichen Schädlinge. Aber wäre natürlich trotzdem schön, wenn die in dieser Box drin bleiben würden. Aber wie gesagt, die können ja nicht hochkrabbeln. Meine Ameisen ernähren sich wirklich 98% von diesen Schaben. Das heißt, meine Neoponera apicalis, die essen wirklich jeden Tag so eine große Schabe. Die anderen auch mal so alle 2-3 Tage. Und dann gibt es ab und zu ein paar Fliegen, ein paar Mehlwürmer werden hier und da mal angenommen. Das ist so der Ernährungsplan. Für die Leute, die vorhin aufgepasst haben, die haben gesehen, dass in dem Tropenterrarium ganz viele kleine weiße Insekten rumgekrabbelt sind. Das sind keine Schädlinge, das sind Nützlinge und die sollen da drin sein. Die züchte ich in dieser Box hier und zwar sind das Springschwänze, die werden auch die Bodenpolizei genannt. Das heißt, wenn meine Ameisen irgendwelche Insekten fressen, zum Beispiel diese Schaben, dann bleiben immer irgendwelche Teile über, irgendwelche, ja, Panzer oder weiß ich nicht, ein Bein, was weiß ich, halt Überreste. Und diese kleinen Springschwänze, die fressen dann die Überreste auf, beziehungsweise fressen die auch Schimmel, gerade wenn es mal ein sehr, sehr feuchtes Terrarium ist, sind also sehr, sehr wichtig dafür, dass das quasi alles so, ja, im Kreislauf bleibt. Und wenn ich mal ein neues Terrarium einrichte, dann tue ich die aus dieser Box mit rein. Und damit wären wir angekommen bei meinen kleinen Schätzen, die mir ebenfalls sehr ans Herz gewachsen sind, und zwar meinen Gottesanbetern. Fangen wir an mit dieser tollen Box hier und nein, diese Box ist nicht zu klein, das heißt Gottesanbeter, gerade diese kleineren, brauchen erstmal sehr, sehr wenig Platz. Hier sind Schildmantiden drin, Rhombodera basalis heißen die. Und ja, die sind auch sehr, sehr klein, das heißt, für alle, die es nicht kennen, Gottesanbeter haben verschiedene Entwicklungsstufen, die häuten sich immer und immer und immer wieder und werden jedes Mal, wenn sie sich häuten, größer. Das heißt, die häuten sich wirklich so 10, 9, 11, 12 Mal, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Und das hier ist jetzt so Stufe 2 oder 3, das sind wirklich Kinder. Die sind hier ganz ordentlich am Chillen und man hat, also die sind halt wirklich verspielt, die rennen mir auch wirklich, wenn ich mal den Deckel aufmache, komplett über die Hände. Die sehen einfach wirklich putzig und süß aus, muss ich einfach sagen. Klar, es sind Insekten. Natürlich, na, hat jeder einen anderen Geschmack, aber ich mag sie wirklich. Die haben noch keinen Namen und ich muss auch ebenfalls gucken, dass ich sie bald hier raustrenne, denn, ja, Gottesanbeter sind Kannibalen, das heißt, die würden sich irgendwann gegenseitig tatsächlich auffressen, vor allem dann, wenn nicht mehr genug Nahrung da ist. Diese kleinen Gottesanbeter, und deswegen habe ich mir die Fliegen gekauft, ja, die fressen vor allem diese Fliegen, weil die Schaben sind denen tatsächlich zu groß. Weiter geht es dann mit dem guten Henry. Ja, und der Henry ist eine große Astmantide oder Stockmantide, irgendwie sowas. Das heißt, auch er ist noch ein Kind, muss man ebenfalls sagen. Und diese Box ist sehr spartanisch eingerichtet. Man muss hier aber wirklich bei sagen, ja, es gibt ja immer so Leute, Tierquälerei oder was weiß ich. Also, Mantiden
da zählt wirklich manchmal weniger ist mehr. Denn die müssen auf jeden Fall bei der Häutung kopfüber hängen und wenn da wirklich zu viel Krempel drin ist, das heißt irgendwelche Äste und irgendwelches Gekrempel, dann kann es sein, dass die irgendwo stecken bleiben, nicht richtig aus ihrer alten Haut rauskommen und dadurch die Häutung fehlschlägt und ja, dann ist natürlich gegeben. Beim guten Henry muss ich dazu sagen, es ist sehr, sehr schwierig zu bestimmen, ob ein Gottesanbeter männlich oder weiblich ist. Das wird meistens erst mit der Zeit möglich, das heißt, wenn sie sich so 6-7 Mal gehäutet haben. Es könnte also auch eine Henriette werden oder sowas ähnliches, aber belassen wir es erstmal bei dem guten Henry. Damit kommen wir zu meinem großen Liebling und zwar dem Monty. Der gute Monty ist mittlerweile so Stadium 7, würde ich sagen. Ich habe nicht genau mitgezählt, ist aber schon relativ groß geworden. Den habe ich auch schon ein paar Mal über meine Hand laufen lassen, der ist relativ aktiv auch. Und den habe ich tatsächlich, also er hat ein eigenes Terrarium, muss ich sagen, aber der hockt die ganze Zeit eigentlich hier oben bei mir in der Pflanze. Ja, das heißt, er ist einfach frei in meiner Pflanze unterwegs. Naja, dem fütter ich da natürlich ab und zu, weil da sind natürlich keine Insekten drin, die werde ich da auch nicht reintun. Die gebe ich dann ihm mit der Pinzette, die snackt er sich dann einfach auf und da hängt er dann den ganzen Tag rum und chillt ein bisschen. Und ich erwische mich da selber wirklich bei, wie ich einfach ins Zimmer gehe und dann Monty rufe, wie so ein kleines Haustier. Also ja, den guten Monty, den habe ich schon wirklich lieb. Und damit kommen wir zu meiner letzten Mantide und wahrscheinlich auch zu meiner kleinsten. Und zwar ist das eine Boxermantide und das ist die gute Ivy oder Ivy. Ich glaube, es ist eher Ivy, da habe ich mich noch nicht ganz festgelegt. Und ja, die ist natürlich super klein, schnucklig, die kann sogar tanzen, die rennt viel durch die Gegend. Die frisst ebenfalls die kleinen Fruchtfliegen auf und ja, Boxermantide kommt daher, da sie sich immer mit ihren, ja, wie so Boxhandschuhe mäßig, also erstmal sieht es aus, als hätte sie diese Boxhandschuhe so als Arme und die hat die natürlich auch immer so richtig nah am Körper angewinkelt, wie so ein Boxer so ein bisschen. Und ja, ne, also die, also wer mir nicht, also mir kann keiner sagen, dass diese Ivy nicht süß ist, Leute. Das kann mir niemand erzählen. Und ja, ne, also das war's eigentlich soweit mit meinen Tierchen. Insgesamt, wie gesagt, alleine die Schaben sind wahrscheinlich so 200, 300, 400 Stück. Die Fliegen sind auch nochmal eine Milliarde. Und hochgerechnet sind's an der Zahl wahrscheinlich über 1000 Stück. Auch die Mehlwürmer, will ich gar nicht wissen, wie viele das sind. Weiß ich noch nicht genau, was ich damit alles mache. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick darüber gegeben. Ihr könnt mir gerne mal einfach euren Input droppen. Das heißt, wollt ihr irgendwann mal ein Update von den Gottesanbetern, von den Ameisen, von den Schaben? Ist dort noch irgendwelche Fragen? Wollt ihr ein Video über Gottesanbeter oder weißt was ich oder habt ihr die Schnauze voll von alledem? Droppt einfach, was ihr habt und ich würde mich an dieser Stelle bedanken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Auf Wiedersehen und tschüss. Bring me back to the time when your heart